uns auf Teufel komm raus geliebt. Dann kam er und wir wussten nicht mehr weiter. Ich machte mich nicht gut als sterbender Schwan. Du hast versagt als finsterer Reiter. Statt Pech und Schwefel plötzlich nur noch Gletscher und Geröll. Wir haben so viel Glück auf dem Gewissen. Ich brauch jeden Morgen deinen Nachtgeruch und keine falschen Wimpern auf dem Kissen. Dein ist mein ganzes Herz. Du bist meine Reim auf Schmerz. Wir werden Riesen sein, uns wird die Welt zu klein. Was bloß für Menschen, die Beziehungen haben, betrachten sie sich denn als Staaten? Sie verführen sich nicht, sie entführen sich höchstens, sie enden wie Diplomaten. Wo du nicht bist, kann ich nicht sein. Wir möchten gar nichts anderes ausprobieren. Wir sind wie alle anderen, denn wir möchten heim. Es ist fast nicht zu spät, es zu kapieren. Dein ist mein ganzes Herz. Du bist mein Reim auf Schmerz. Wir werden Riesen sein, uns wird die Welt zu klein. Dein ist mein ganzes Herz. Du bist mein Reim auf Schmerz. Wir werden Riesen sein, uns wird die Welt zu klein. Wir werden Riesen sein, uns wird die Welt zu klein. Wir werden Riesen sein, uns wird die Welt zu klein. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Michelle Dee. Ich bin zertifizierte Kartenlegerin, geistiges Medium und arbeite auch sehr gerne mit Fundamenten, mit Wissenschaft, Numerologie, Astrologie, Human Design System, je nach Fragestellung. Ihr könnt solche Legungen natürlich auch privat haben mit mir und ja, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht es hier um dich und um deinen Wunschpartner oder Wunschpartnerin, männlich wie weiblich. Das kann jemand sein, den du schon lange kennst. Es darf auch jemand sein, den du erst kennengelernt hast, wo du mal schauen willst, was ist denn da los in dem Leben von von dem Gegenüber, wird er auf mich zukommen? Und so weiter. Und da können wir einfach mal gemeinsam schauen. Am Anfang von meinen Orakeln ist jetzt auch immer ein Musikstück oder fast immer. Und ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Das habe ich mit meinem Handy aufgenommen. Ich habe jetzt nicht so viel Technik, muss ich euch sagen. Also alles in diesem Musikvideo, was am Anfang war, habe ich selber gemacht. Von der Frisur, vom Make-up bis hin zur Aufnahme. Ich spiele auch das Klavier. Das ist ja das Lied von, ist ja eine Coverversion von dem bekannten Stück, ne? Und auch Fotos mit Selbstauslöser und so weiter, ne? Also das heißt, ich habe das wirklich alles selbst gemacht. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Die Sache entwickelt sich natürlich, das wird auch immer nur, kann nur besser werden, ne? So, da gucken wir mal. Jetzt geht es hier um euer Orakel. Nach dem Orakel gibt es auch wieder Musik. Das hier sind sonst meine Bilder, aber da werde ich auch noch ein separates Video machen. Und einiges gibt es auch auf meinem Kanal, da könnt ihr euch gerne umschauen. Das hier, meine Lieben, ist die männliche Seite. Das wäre die weibliche Seite. Ja, wenn du eine Frau bist, die wegen einem Mann fragt, was sehr oft vorkommt, ne, so der Löwenanteil der Zuschauer, dann bist das du und das ist dein Wunschpartner. Wenn ihr schwul oder lesbisch seid, dann lasst euch einfach mal so inspirieren und hört rein,
was passt besser zu dir? Passt eher das zu dir oder die Seite? Ja, also da müsst ihr so ein bisschen kombinieren. Das ist halt ein allgemeines Orakel. Das kann jetzt auf die Leute zutreffen, egal ob du jetzt heterosexuell oder nicht heterosexuell bist, sag ich mal. Es kann auf dich jetzt wirklich heftig zutreffen, wo du denkst, wow, ich fühle mich so wiedererkannt. Oder nur Teile davon. Oder, naja, weil es einfach ein allgemeines Orakel ist, kann ich es nicht versprechen. Ne? Es gibt ja auf jeden Fall immer die Möglichkeit, auch etwas mit mir privat zu buchen und dann selbst nochmal zu schauen, was ist wirklich bei dir individuell los. Und da habe ich auch verschiedene Modelle. Ja, also so die gekürzeste Wunschpartnerlegung, das wäre eine Viertelstunde lang. Und da habe ich einfach meine E-Mail-Adresse unten stehen und du kannst dich einfach unverbindlich bei mir melden. Also einfach unverbindlich und ich kann dir sagen, wie man sowas dann halt bei mir bestellen kann oder auch nicht. Und das ist eine total unverbindliche Antwort und da kannst du ja immer noch entscheiden, ob du das möchtest oder nicht. Ne? Genau, so viel dazu. Jetzt beginnen wir mal mit dem Orakel. Also das wäre hier er. Wer ist er? So, drei Karten habe ich auf jeden Fall immer ganz gerne, ziehe ich immer für die Charakteristik der Person. Also wo steht der Mensch? Welche Charaktereigenschaften sind gerade wichtig? Ja, so ein kleiner Einblick in die Persönlichkeit wäre das hier. Dieser Mensch steht vor einer Entscheidung. Es geht um eine Entscheidung, die aus dem Herzen getroffen werden soll. Ja, also wahrscheinlich geht es auch darum, dass dieser Mensch jetzt hier abwägt, wie sich zu entscheiden. Viele Menschen quatschen ihm rein tatsächlich oder er hat wenig seine Ruhe. Vielleicht muss er auch, um eine bestimmte Entscheidung zu treffen, auch wirklich darum streiten und ist da sehr innerlich aufgewühlt. Ja, vielleicht reden auch mehrere Stimmen in seinem Kopf hin und her und er weiß nicht, wie er sich entscheiden soll, weil da vielleicht auch verschiedene Wege sind, wo er halt hin kann. Genau, es kann gut sein, dass es auch umso, ja, es kann auch sein, dass er das Gefühl hat, dass er sich sehr behaupten muss gegenüber anderen, ja. Also, ja, ich sehe ihn sehr gestresst, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Mensch halt vielleicht wenig Platz hat wirklich für die Liebe im Moment, weil es halt sehr um so verschiedene Dinge geht. Diese Entscheidung muss nichts mit der Liebe zu tun haben, wenn auch die Liebenden dort sind. Solltest du in einer Dreiecksverbindung sein und da ist vielleicht noch eine andere Person, oder dieser Mensch ist gebunden und es geht um Scheidung oder so, dann ist er wirklich sehr am Abwägen, ob er sich trennen soll und dann mit dir zusammen sein soll, ne? Aber das ist wirklich so eine Phase. Manche Menschen brauchen zum Entscheiden einen Moment und andere Menschen brauchen zum Entscheiden 1 bis 2 Jahre oder länger oder kürzer. Ja, so und das ist wäre zum Beispiel etwas fürs Human Design System. Ich mache auch Basisanalysen und da kannst du nämlich mal sehen, wie jemand tickt. Es gibt Menschen, die entscheiden sich aus dem Bauch raus spontan und das ist gut für sie. Und es gibt Menschen, die brauchen wirklich eine lange emotionale Welle. Das sind die emotional definierten. Und das Human Design System, das zeigt uns auch sehr, wie es energetisch auch um euch steht, ja? Also da kannst du mich auch auf verschiedenen Ebenen anschreiben, entweder fürs Kartenreading oder wenn du zum Beispiel einfach so basismäßig eine Human Design Basisanalyse haben möchtest von einer Stunde, dann kann ich dir das auch sehr gerne machen. So, und nun haben wir hier. Wie sieht er dich? Und das finde ich sehr erfreulich, mein Lieben. Also er sieht dich wie den Stern. Der Stern ist auf jeden Fall für mich die attraktive Frau auch. Also das heißt, er sieht dich jetzt nicht wie irgendwie eine verlauste Maus oder so, sondern halt wie eine attraktive Frau. Und da gibt es ehrlich gesagt bei mir im Tarot und jede Tarotkartenlegerin, mein Gott, die hat dann natürlich auch so ein bisschen ihre eigenen Analysen, sage ich mal, oder auch andere Assoziationen zu den Karten. Für mich geht es einfach polarisierend, ja. Also entweder steht auf dich oder nicht. Und wenn da ein Stern liegt, muss ich sagen, du hast schon auf ihn Eindruck gemacht als Frau. Der Stern und vor allen Dingen Königin der Münzen. Wenn du zum Beispiel, ich sag mal, über 30, über 35 bist, vielleicht auf die 40 zugehst oder auch schon drüber hinaus bist, dann sieht er schon auch, dass du eine reifere Dame bist. Du bist jetzt keine 18 mehr, du bist keine 20 mehr. Ja, wenn du jung bist, dann bist du natürlich jung und reif und reich. Wow, ja? Und sonst, wenn wir halt, ich sag mal, in unseren 30er, 40er, 50er sind, sieht er trotzdem, weißt du, so eine doch eine sehr attraktive Frau in dir.
Und eine, die wirklich auch mit beiden Beinen auf der Erde ist. Ne? So. Sehr, sehr schön. Also der Eindruck, den du hier hinterlässt, ist wunderbar. Also in seinen Augen. Wir reden ja von deinem Wunschpartner. Ne? Was will er von dir? So, der Mond, eben, es ist unklar. Es ist einfach unklar. Also viele Stimmen sind da in seiner Brust, oder wie sagt man? Nicht Stimmen sind in seiner Brust, sondern so, ich weiß es nicht. Also Engelchen und Teufelchen labern da, irgendwelche Meinungsgeschichten, die er da irgendwo mal aufgeschnappt hat, Denkweisen, Mindset, bla bla. Also irgendwie labern auch noch viele Leute rein. Also dieser Mensch hat gerade wirklich, braucht, glaube ich, echt noch einen Prozess für eine Entscheidung, falls eine ansteht bei euch oder in seinem persönlichen Leben. Und das wirst du am besten wissen, weil ihr kennt euch ja, ne? Und das ist ja auch ein allgemeines Orakel, wie gesagt. Also da kann ich auch nicht auf jedes Spezialszenario natürlich eingehen. Aber so etwas liegt mir hier schon. Und hier sind noch zu wenige Informationen für ihn. Er braucht irgendwie noch mehr Informationen eventuell. Oder er braucht etwas für sich, damit er klarer sehen kann. Der Mond ist einfach unklar. Und er strahlt diese Unklarheit aus, kommuniziert es oder kommuniziert gar nichts. Vielleicht ist auch bei euch echt Stillstand mit den vier der Schwertern und er geht gar nicht auf dich zu und so weiter. Wir haben hier den Turm. Interessant, ja. So, es geht, glaube ich, darum, und das Komische ist jetzt, es ist irgendwas mit seinen Eltern. Mir kommt heftigst Eltern rein, und das kann ich euch jetzt hier unten mal zeigen, weil hier sind König der Kelche und die Herrscherin. Und interessanterweise, intuitiv, ja, kam mir rein von der Information, dass das seine Eltern sind. Die sind wie so ein typisches, bisschen spießiges Elternpaar für mich, von der Energetik. Ich weiß nicht, ob das bei dir vielleicht auch so rüberkommt. Vielleicht von euch, diejenigen, die ein bisschen feinfühliger sind, ich weiß es ja nicht. Ich denke auch alle, die jetzt solche Orakel gerne gucken, verschlingen, wie auch immer, sind auch eh schon sehr feinfühlig und viele, ja, mediale Seelen sind vielleicht auch hier unterwegs und schauen gerade meinen YouTube-Channel, ja. Aber für mich ist so gerade in der Kombi, keine Ahnung, und jetzt auch eben in der Situation, in anderen Kartenlegungen können auch König der Kelche und die Herrscherin ne daneben sein, aber kann trotzdem ein total anderes Gefühl rüberkommen. Und es ist genau das Mediale, das Hellfühlige, was ja dann auch den Kartenleger, die Kartenlegerin ausmacht. Weil nicht jede Kartenkombination zu jeder Zeit transportiert dieselbe Wahrheit, ja. Und hier ist das für mich ein spießiges so Elternpaar, was so irgendwie seit 25.000 Jahren in ihrem Reihenhäuschen da irgendwie keucht, fleucht und lebt und so und irgendwie sowas. Also mir kam so rein, halt echt so seine Eltern. Ich weiß nicht, ob er vielleicht etwas jünger ist, ist der Mann oder ich weiß nicht, wie alt ihr seid eben. Ist ja ein allgemeines Orakel. Also wenn er jünger ist, dann geht es vielleicht darum, dass er sich oder er muss gar nicht mal so jung sein, ja. Also vielleicht auch, was, keine Ahnung wann, sich aber trotzdem noch so von den Sachen, Konditionierungen aus seiner Kindheit eben noch am Befreien. Das kann alles sein, ja. Da kannst du auch noch 60 sein und dich davon befreien. Ne? Also jeder steht ja woanders, das will ich damit sagen. Für andere wird es sowas sein, dass er sich vielleicht sehr kümmert um seine Eltern, weil sie krank sind, ja. Und irgendwie geht es vielleicht darum, dass er die Kontrolle, die Verantwortung abgibt. Vielleicht bekommt er auch so eingeredet, er muss sich sehr um sie kümmern, weil das sich so gehört und so. Aber vielleicht wäre es auch zum Beispiel auch gut, vielleicht so Teilaspekte von dieser Verantwortung abzugeben an Pfleger oder sowas, ja. Aber das sind natürlich jetzt wirklich sehr individuelle Situationen. Da kann ich jetzt auch wieder nur so mutmaßen, beziehungsweise die Energie von Eltern kommt mir rein. Wenn er jünger ist, geht es wahrscheinlich einfach darum, dass er seine eigenen Werte hier findet und nicht die Werte einfach übernimmt von seinen Eltern. Und da ist er jetzt gerade sehr am Straucheln und so. Ja, je nachdem natürlich. Wenn er schon älter ist, kann es auch sein, dass irgendwie seine Eltern dann zum Beispiel sagen, ja, geh aber den und den Weg, sonst vererben wir dir nichts oder sowas. Sowas kann es auch voll sein, weil hier sind natürlich auch echt Geldkarten, ja, drei der Münzen, aber auch die Herrscherin steht sehr für Geld. Was fühlt denn der für dich? Der Eremit, eben, das ist es halt. Er geht halt erstmal voll in sich rein.
Also er spürt, dass du irgendwie was Besonderes für ihn hast. Er spürt auch auf einer Herzensebene, dass du sowas wie eine Seelenverwandte sein könntest oder bist, ja? Ihr versteht euch irgendwie blind. Es kann gut sein, dass ihr auch über die Augen kommuniziert, so irgendwie. Dann haben wir hier die 3 der Stäbe und die 6 der Kelche. Sehr unschuldig, diese Liebe. Also in seinem Herzen ist es irgendwie sehr unschuldig. Ich glaube, du erinnerst ihn vielleicht sogar. Also er ist so, er liebt so auf eine unschuldige, vielleicht sogar eher kindliche Art, aber trotzdem mit sehr viel Weisheit, weil da halt der Eremit ist. Er überlegt sich alles sehr, sehr genau und versucht, die richtige Entscheidung zu treffen, ist sehr verantwortungsbewusst, egal wie alt er ist. Trotzdem in seinem Herzen ist er wie so ein Kind, aber das finde ich sehr schön. Er empfindet für dich eine Freude, eine Lebensfreude, du gibst ihm Freude, er findet dich attraktiv, er sieht in dir den Stern in Kombi mit Queen of Pentacles hier, mit der Königin der Münzen, du bist es voll wert, ja. Was mir auch voll reinkommt, ist, du bist für ihn auch diese Empress. Einerseits kamen jetzt zwar die Eltern rein, aber es ist halt intuitives Kartenlegen, meine Lieben. Ich sag euch, ja. Also das ist, jetzt kommt mir aber auf jeden Fall noch zusätzlich rein, dass hier die Herrscherin und ganz oft haben in meinen Orakeln die Karten auch so zweifach, dreifach Bedeutungen, okay? Also das ist immer das, was mir intuitiv reinkommt. No rules oder so. Ja, dass du es voll wert bist, dass du echt so. Dass er sich bemühen muss, um an dich ranzukommen, sogar ein bisschen. Interessant, ja. Ich sehe ihn eher spielerisch in dich verliebt. Also einerseits spürt er eine tiefe Seelenverbindung, auf der anderen Seite will er sich auf diese ganz tiefe Seelenverbindung noch nicht so ganz einlassen und genießt einfach die Freude. Aber egal bist du ihm ganz sicher nicht. In seinem Unterbewusstsein haben wir den König der Münzen hier. Übrigens, jedes Kartendeck, was ihr hier seht, seht ihr auch unten in der Infobox und könnt auch jedes Karten-Orakel-Deck, welches ich benutze hier, auch bestellen für euch zu Hause. Und der Preis bleibt gleich. Also, ob du das im Geschäft holst oder bei deinem Lieblings-YouTuber zur Unterstützung den Link benutzt und dort was bestellst an Karten, bleibt der Preis für dich gleich. Ne? Also, einfach damit ihr Bescheid wisst. Und ja. So, dann hätten wir den König der Münzen hier in seinem Unterbewusstsein, die 4 der Kelche auf dem Kopf. Er rafft gar nicht, dass der Einfluss des Vaters ihn wirklich immer noch so tangiert, ja. Er checkt nicht, dass quasi diese Ratschläge, diese vielleicht sogar ungebetenen, für ihn karmisch sind. Das sind karmische Geschichten, die er dann später ausbaden wird, wenn er nicht auf sein eigenes Herz hört, auf seine eigene Seele hört, auf seinen Bauch. Seine Bauchstimme sagt ihm schon, wohin. Ja, unterm Bauchnabel, sakral, die Bauchstimme sagt ihm genau, wohin er soll. Und nicht der Vater, falls es der Vater ist. Und wenn es jetzt aktuell nicht mehr der Vater ist, Leute, dann können es auch immer noch diese erzogenen Stimmen von ihm sein, die er sich früher eben angehört hat als Kind und immer noch so verinnerlicht hat, ja. Er hat vielleicht auch wirklich den Eindruck, dass er finanziell nicht richtig weiterkommt. Weiß eigentlich, er könnte dieser König der Münzen sein, der stabil ist im Leben, der was zu bieten hat. Aber strauchelt damit noch so ein bisschen, ne? Oder kommt dann nicht so richtig an den Punkt und nicht ans Ziel auf eine Art. Auch finanziell oder mit der Stabilität. Ja, wow. Was ist in seinem Leben los? 2 der Kelche. Ass der Stäbe und Ass der Kelche. Also, es ist schon auch ein Kind, es ist kein Kind von Traurigkeit, dieser Mann. Er hat vielleicht viele Kontakte, viele Freunde. Ja, viele gehen auch auf ihn zu. Angebote, erotischer, aber auch liebevoller Natur hier. Ja, also ich glaube, der hat schon ein gutes soziales Leben auch. Und hat auch viele gute Freunde, ne? So, das ist das, was ich erstmal bei ihm sehe. Jetzt du. Und du bist hier die Chica. Menschenskinder, the world. 4 der Stäbe, 6 der Stäbe. Wow. Also ihr seid so die Gewinner. Wow. Also ihr habt es wirklich voll raus, ne? So.
Und ihr habt eine tolle Ausstrahlung. Ihr hockt euch quasi aufs Siegerpodest. Ja, könnt gut netzwerken. Findet immer eine Lösung. Könnt gut kommunizieren. Und das Glück, falls es aktuell nicht der Fall sein sollte, sollte euch eigentlich ziemlich bald auf dem Fuße folgen im Allgemeinen. Zumindest macht ihr wirklich eine sehr, sehr tolle, habt ihr eine super Ausstrahlung und Charisma und all das. Ne? Vielleicht seid ihr auch sehr schön, irgendwie so. Oder habt einen super tollen Geschmack. Ja, also auf jeden Fall sehe ich euch hier sehr positiv. Also keine einzige negative Karte. Also ich gehe davon aus, dass das auch alles gut fluppt bei euch. Ne? Oder bald. Je nachdem, wo du gerade drin bist. Wie siehst du ihn? Jemand, der vielleicht dich gerade verlässt, weggeht oder vielleicht weggehen möchte, etwas verlassen möchte. Und das ist auch wieder allgemein, da müsst ihr selber schauen. Ja. Also kann jetzt nicht alle Szenarien so aufsagen. Wie gesagt, wenn ihr das genauer wissen möchtet, dann habt ihr eh immer die E-Mail-Adresse unten und es ist unverbindlich. Also echt einfach nach dem Motto, Fragen kostet nichts, ne? So, Leute. Also, sonst eben Stichworte weggehen. Du fühlst dich vielleicht von ihm verlassen, ja? Dass er keine richtige Entscheidung trifft und vielleicht sehr verschlossen auch wirkt. Verschlossen, wenn nicht verschlossen, dann sehr sicherheitsbedürftig hier mit den Münzen. Vielleicht sogar geizig, ja? Für manche kann der auch geizig sein oder du empfindest ihn so. Unverbindlich auch, ne? Stichwort Unverbindlichkeit ist mir auch. Was möchtest du mit ihm, hä? Der Teufel? Ah ja. du möchtest Freiheit, ja? Du möchtest, dass die Fesseln, diese Unfreiheiten sich auflösen und du möchtest gerne die dunklen Seiten so ins Licht integrieren, dass es ein volles und integriertes und ehrliches Leben ist, welches ihr lebt, im Ausdruck, in allen Lebensbereichen, im Lebensbereich Liebe, im Lebensbereich Geld, Beziehung, Sexualität, ja, dass wir quasi so die lustvollen Seiten ruhig vom Teufel hinüber tun ins Licht, aber alles auf eine sehr gesunde Art. Und die Temperance hier, die Mäßigkeit, ist die Mäßigkeit, die weiß ganz genau, wie viel gut ist, wie viel, ja, keine Ahnung, wie viel von dem Dunklen, also wie viel von dem Teufelmäßigen gesund für uns ist. Ja, Paracelsus hat ja auch schon gesagt, Leute, also die Dosis macht das Gift. Total irgendwie alles zu, ja, alles zu verschließen, alles sich zu. Nichts sich zu erlauben, sag ich mal, oder halt alles zu verbieten, ist auch einfach langweilig. Es ist unlebendig, ja. Also das heißt, in ein volles Leben und in ein rundes Leben gehören Licht und Schatten, auch seine Schattenthemen anzuschauen und aufzulösen. Das ist auch etwas sehr, sehr, aber auch zu integrieren, ja. Nichts zu verteufeln. Das rechte Maß zu kennen. Und das ist etwas, was du mit ihm gerne möchtest. Und eine neue Chance, Neuanfang willst du auch. Ja, was denkst du denn noch? Königin der Stäbe, Sechs der Münzen. Du glaubst schon, dass auch andere Frauen sich für ihn interessieren? Ja, ist etwas, was ich sehr sehe. Vielleicht, wenn es echt um eine Elternthematik geht, siehst du vielleicht, dass er auch finanziell eventuell von Eltern noch abhängig sein könnte. Je nach eurer Situation, nach Alter natürlich. Dann nehmt ihr bitte raus, was jetzt gerade resoniert mit euch, gell? Ja, diese Königin der Stäbe ist sehr, 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 sehr unabhängig. Also, bis du dich mal auf einen Mann einlässt, der muss halt dermaßen dir auf Augenhöhe sein und du fühlst, dass er das könnte, König der Stäbe. Aber du merkst auch, dass er noch vielleicht noch nicht ganz erwachsen genug ist, um diesen Belastungen standzuhalten, dass es noch belastend ist für ihn, so der König zu sein. Er ist vielleicht noch mehr dieser Page, mehr noch so dieses Jungenhafte. Für andere wieder, andere Gruppe, sehe ich hier, dass es vielleicht Probleme gibt mit der Potenz und mit Schwangerschaft, dass du gerne schwanger sein möchtest und dass du auch weißt, dieser Mann ist es, wär's für dich auch.
Aber vielleicht ist es medizinisch ein Problem, hier schwanger zu werden. Und vielleicht ist er irgendwo zeugungsunfähig oder etwas in dieser Form, in die Richtung. Ich sage nicht, dass er zeugungsunfähig ist. Wenn das jetzt mit dir resoniert, dann sage ich eher, die Problematik sehe ich hier vage in den Karten für ein kollektives Reading, Leute, für ganz viele, die hier zuschauen. Was es damit auf sich hat, das wäre Stoff für eine persönliche Beratung. Ja, ich sage jetzt nicht pauschal, dass der zeugungsunfähig ist, weil es klingt gleich so medizinisch diagnostiziert und als würde man das nicht mehr ändern können. Nein, es ist ja ein allgemeines Reading. Ich sehe so Energien in diese Richtung, Leute. Ne? Wie gesagt, also was es bei dir persönlich ist, das kann auch nur ein wenig davon zutreffen auf eine Art. Okay? Für andere kann das wirklich impotent sein und er leidet darunter oder so. Ich meine, wir reden hier Tacheles, ne? Das sind ja einfach so Energien, die sehe ich hier im Allgemeinen. Okay. In deinem Unterbewusstsein, also auf jeden Fall, genau, da habe ich jetzt viel über ihn geredet, obwohl es deine Seite ist, aber das ist ja auch Kartenlegen, dass ich die Sachen sage, die mir reinkommen. Das ist ja Intuition, das ist Hellsicht, ne? Das ist nicht so mathematisch, das ist jetzt die Seite, das ist die, blablabla. Es ist ja so, wir lassen es ja dann fließen. Und die Message kommt rein. Ob es wie sie reinkommt, brauchen wir nicht zu erforschen, ne? Versteht ihr? Also das ist dann schon das, was intuitiv bei mir reinkommt, kommt rein. Und ich mache das jetzt auch schon lang genug, um dann auch zu sehen, ah ja, der Kunde nickt es ab und sagt es, genau so ist es. Ja? genau. Du fühlst dich ein wenig überfordert mit der Männerwelt. Also du bist sehr, sehr sensibel. Also wenn du liebst wirklich über alle Maßen, du liebst wie ein Kind. Und Kinder lieben ja mit vollem Herzen. Also die machen das Herz auf und es fließt über dieser Kelch. Guck mal, dieser Page, ne? Naja, und deswegen hockst du dich auf diesen Thron, Königin der Stäbe, und sagst, der Bessere gewinnt. Der Bessere mit dem besten Geschenk hier, mit der besten Absicherung, eventuell auch sogar finanzieller Natur. Kloppt euch, weil ich werde mir mein Herz hier nicht brechen lassen. Ne? Ich bin mir dafür zu schade. So denkst du. Im Unterbewusstsein 10 der Münzen, Ritter. Wisst ihr ganz oft, dass mir das Unterbewusstsein auch etwas wie nochmal so ein Blick in die Zukunft, Dinge, die passieren werden, die wir aber noch nicht sehen. Ich werde mal einen ganz kleinen Schluck trinken von meinem Wasser. Das ist ja immer sehr viel Reden, immer. So. Ich glaube, für einige von euch wird das finanziell sehr stabil sein. Und vielleicht werdet ihr sogar eine Familie gründen mit jemandem, wo auch wirklich alle Seiten des Lebens, auch die lustvolle Seite, sehr stark die materielle Seite auch integriert sind. Das sind hier sehr, sehr positive Energien, die mir rüberkommen. Ja? Naja, lassen wir uns überraschen. ihr könnt mir auch etwas später mal schreiben. Oder schreibt mir auch einfach gerne in die Kommentare, ob das mit euch resoniert und auch gerne eure Geschichten, wie es tatsächlich bei euch ist und welches Szenario dann auch quasi auf euch gepasst hat. Das würde mich auch sehr interessieren. Wenn das jetzt diese Familiengeschichte nicht für alle resoniert, sehe ich aber, dass das so eine Familie ist, die vielleicht sehr so unterwegs ist viel, ja, oder gar nicht so, ja, so ein sehr freies Leben irgendwie führt. Aber so, das sind wirklich sehr, sehr angenehme Energien, die mir hier im Unterbewussten, die unbewusste Ebene hier reinkommt. Interessant. Vielleicht ist auch eine sehr sportliche Familie. Also irgendwie wirst du, glaube ich, ein Familienleben führen. Wenn nicht, dann sehe ich aber, dass in deinem Unterbewusstsein sehr viel Geld liegt. Dass du vielleicht mal schauen sollst, wo dieses Geld liegt. Oder für die einen oder anderen, die vielleicht eine Blockade haben in Sachen Geld, ist diese Blockade mehr so eine Illusion und eigentlich ist sehr viel Geld in deinem Leben möglich. Ne? Dann ist die Frage halt, wie ziehe ich quasi diesen Korken von dieser Badewanne oder so und lass mal das Ganze fließen. Ne? Verstehst du? Wenn du jetzt darauf keine Antwort hast und vielleicht mit dem Thema so ein bisschen zu knabbern hast lang, dann kannst du dich auch sehr gern bei mir melden. Ihr könnt auch sogar bei mir so schreiben auf die E-Mail-Adresse und sagen, ich gucke, ich habe die und die Anliegen oder das und das Problem. Und ich
Weiß immer eine Methode, die ich dir anbieten kann, ja, die dir auch helfen wird. Und kann dir das dann anbieten, auch, oder zum Beispiel auch mehrere Methoden, wie wir arbeiten können. Und schlage dir das ganz klar vor, ja, und du kannst dann etwas davon auswählen oder auch nicht. Also wie gesagt, das ist so, dieses Fragen kostet nichts, meine Lieben, ne? Aber es ist so, das sehe ich auch so. Und dann kann es auch eben, ja, da könnte ich dir auch durchaus weiterhelfen. Was geht bei dir im Leben? Im Moment ist eine Stagnation, meine Lieben, ja. Also dieser Geldfluss ist dann noch nicht so, ihr stagniert gerade ein wenig, ihr sucht nach Lösungen. Und da ist aber ein Geheimnis, die Hohepriesterin, interessant. Im Moment ist ein Geheimnis noch über dieser ganzen Freiheit. Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit ist es, meine Güte. Jetzt kommt es mir aber richtig rein intuitiv. Also gerade ist für mich hier die 10 der Münzen mit dem Ritter der Stäbe, der so free spirited ist, und Page der Münzen extrem die finanzielle Unabhängigkeit auch. Also für die einen ist es wirklich eine Familienstabilität und für die anderen eine finanzielle Unabhängigkeit. Vielleicht erbst du auch, aber davon weißt du noch nichts. Ja? Die Spiritualität kann dir sehr helfen, Hohepriesterin, Karten legen oder so. Ja, oder vielleicht auch bei mir dich halt melden. Also für jeden wird das was anderes sein. Meditation ist auch eine sehr gute Sache. Meditation und Erwartungen loslassen, ja, auch mal zu überlegen, weil ihr seid ja auch Spiegel hier. Unser Partner ist immer in irgendeiner Form ein Spiegel. Vielleicht hat nicht nur er irgendwelche Botschaften von zu Hause mitbekommen, wie man ein ordentliches Leben führt, weil das ist ja doch hier unser Reihenhäuschen-Pärchen, die beiden Eltern. Die kommen mir so. Also ich habe überhaupt nichts, meine Lieben, gell, damit wir uns nicht falsch verstehen. Nichts gegen Reihenhäuser und auch nichts gegen ordentliche Haftpflicht und Rechtsschutzversicherung und all so ein Kram. Ich habe allerdings was gegen so einen sehr kurz gemähten Rasen. Mir gefällt das persönlich jetzt nicht so, aber jedem das Seine. Ich meine nur, das ist so, es gibt eben Menschen, die sagen, nur der und der Weg führt zum Glück. Naja, aber vielleicht führt ja gerade ihn ein anderer Weg zum Glück und bei dir halt auch. Und vielleicht hast du ähnliche Botschaften so gehört, was, ich sag mal, andere Leute zum Glück geführt hat oder oft auch nicht, wenn man mal so ganz ehrlich hinschaut. Also gerade solche Leute ganz oft verkörpern irgendwie nicht immer so das Glück, aber immerhin so eine zufriedene Stabilität, was für diese Menschen Glück bedeutet, aber eventuell gar nicht so für dich oder für ihn. Und was dann sowieso unter der Oberfläche brodelt, ist etwas, ja, das können wir dann halt auch mal sehen, wenn wir drauf legen und uns drauf konzentrieren. Aber ich meine, ja, jeder schaut auf sich, oder? Wir haben doch alle genug Baustellen jetzt, oder jeder hat auch was zu lernen, zu tun und so weiter. Ja, Schwamm drüber, ne? Aber sowas, solche Spiegelungen sehe ich, ne? Und da schaut ja bitte bei euch nach, was da bei euch jetzt eventuell resonieren kann. Okay? Und jetzt schauen wir auf euch beide. Und ehrlich gesagt, mir gefällt es nicht. Also diese Sorgen um diese Selbstständigkeit hier. Sorgen um Selbstständigkeit, Königin der Kelche. Also, ich glaube, so in dem Leben von diesem Mann sind auch immer mal wieder andere Frauen, ja. Wo er sich auch immer mal so verführen lässt, ein bisschen. Ne? In der Kelche, mit Königin der Kelche. Was dann zu Betrug führen kann, tatsächlich. Auch so ein Herzbruch. Dieses gebrochene Herz ist auch oft das Ende einer Affäre, meine Lieben, ja. Und du ziehst weiter. Und ich meine, du lässt sowieso niemanden so nah an dich ran. Ich meine, du wirst dich eh schon auch geschützt haben, hier nehme ich an. Es ist bei ihm sehr geordnet und manchmal flippt er so aus und flirtet auch mal woanders. Das ist einfach das, was ich hier sehe. Er ist, glaube ich, entweder wirklich zu jung. Weil so jung kommt er mir schon auch rüber, obwohl auch eine sehr weise Seite hat. Ich glaube, das ist das, was dich so fasziniert. Kann sein, dass er vielleicht so jung ist oder so und irgendwie auch hübsch oder irgendwie gut trainiert oder sonst was. Und dann hat er so diese weise Seite. Und das findest du natürlich der Knaller. Vielleicht. Wenn er jetzt nicht mehr so jung ist, meine Lieben, ja. Dann kann es einfach sein, dass er da irgendwie überfordert ist, irgendwie mit Beziehungen noch und vielleicht trotzdem irgendwie. Ihr habt hier schon eine Seelenverbindung, aber das ist mehr so eine Aufgabe für euch, euch auch eure Spiegelungen mal anzuschauen.
Was es noch für eine Aufgabe ist, das will ich jetzt hier in einem allgemeinen Orakel, kommt mir das jetzt gerade nicht so rein. Es sind einfach allgemeine Botschaften. Das Orakel ist auf allgemeine Botschaften so programmiert, mehr oder weniger. Ne? Ich habe jetzt gesagt, ich konzentriere mich aufs Kollektiv und mache jetzt eine allgemeine Botschaft. Was es echt individuell für dich ist, das geht halt nur in der persönlichen Beratung, meine Lieben. Ja, genau. Dann haben wir hier Königin der Schwerter. Ja, das sind sehr, sehr kühle Energien hier. Also ich glaube, er hat wirklich ordentlich mit sich selber zu tun hier und kann jetzt erstmal eine feste Beziehung nicht gebrauchen. Und das ist etwas, was dir auch Kummer bereitet. Er ist auch mehr in so einer Leichtigkeit, ja, diese Sechs der Kelche und so. Und er ist gerade dabei, sich ein Leben aufzubauen. Er guckt genau, was ist für ihn richtig und was nicht. Und der ist jetzt nicht so wirklich konzentriert auf eine Liebesbeziehung. Er findet dich toll, okay? Der Stern. Aber das heißt noch lange nicht, dass es der richtige Zeitpunkt ist für ihn. So, findest du noch einen anderen Macker? Ich sag das jetzt mal so, ich weiß auch, nicht nur Frauen schauen zu, auch Männer schauen zu. Meine Lieben, gell, ihr müsst euch das halt umdrehen, weil es sind halt auf den YouTube-Kanälen, ey, über 97% Frauen, die zuschauen. Ich finde es sehr bezeichnend. Ich lade sehr dazu ein, das zu prüfen mal und zu hinterfragen, warum es so viele Frauen gibt, ne? Und vielleicht zu überlegen, was läuft eigentlich falsch in unserer Gesellschaft. Aber dafür bin ich als Kartenlegerin nicht zuständig. Sowas könnt ihr auch gerne erfragen bei mir, was ich darüber denke, in einer privaten Beratung, ja? Oder privat per E-Mail gerne. Okay, meine Lieben, ja, du findest einen neuen. Sehr sexy. Mars-Energie. Also du bist natürlich auch, du schützt dich weiterhin hier. Lässt nicht jeden Macker an dich ran, was natürlich sehr gut ist, weil du hast halt, wie gesagt, dieses zarte Herz mit dem Pagen, also dass es nicht zu raten ist, dass du da dich irgendwo reinspringst. Das tust du aber auch nicht, weil du prüfst auf Herz und Nieren hier, zwei der Schwerter, ne? Du bist zweifelst auch mal und prüfst ganz genau und verkopfst dich auch ein wenig, aber naja, wieso? Ich finde das jetzt nicht so verkehrt, soll doch der Bessere dein Herz bekommen und nicht irgendein Macker, der dich irgendwie, was weiß ich, wo du dann nach ein paar Jahren ein Kartenreading buchen musst bei einer, um zu gucken, ob er sich dann nochmal rührt. Ich meine, das wollen wir eben nicht. Und ich gehöre zu den Kartenlegern hier, die eben versucht, uns da rauszuholen, weil es sind halt einfach 97% Frauen auf diesen Kanälen, okay? Und das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Das ist ein Zeichen für eine pathologische Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist krank und pathologisch, meine Lieben. Ne? Ich habe auch noch ein anderes Konzept entwickelt für Frauen, die bei mir funktioniert dieses Konzept wunderbar. Ich verstehe nicht, warum irgendwie. Es hat halt mit Arbeit was zu tun. Es hat halt einfach damit zu tun, im Leben ist immer alles Arbeit. Ja. Arbeit, aber auch psychologisches Verständnis und Hintergrundwissen. Und wieder in die Energie der Königin zu kommen. Und das ist total wichtig. The Divine Feminine, ja, das göttlich-weibliche, rennt keinem Mann hinterher. Wenn du es tust, ist das völlig in Ordnung, ja. Wir haben alle unsere Momente und wir wollen auch wissen, ob jemand, das ist völlig in Ordnung. Ich mache das auch. Ich habe ja auch meine Dings, wo ich dann auch nachschaue, ja. Aber es ist ein Unterschied, ob du dann halt dich in solche Dualseelen fake Dinger reinstürzt, ja, eine Dualseele ist etwas ganz Seltenes. Ich analysiere Dualseelen seit 5 Jahren. Professionelle Kartenlegerin hier, habe ich drei Dualseelen gesehen. Es ist so verdammt selten wie ein Geh lieber Lotto spielen, okay? So, und es ist halt so, ja, du findest jemanden, das ist ein Stabiler und einer, der dich, ich sag mal so, im Bett ist es auch nicht ganz verkehrt mit ihm, mit den vielen 8 Stäben, okay? Ja, also Spaß wirst du auf jeden Fall haben. Das freut mich sehr für dich. Finanzielle Stabilität sehe ich auch. Du, meine Lieben, also das war euer Orakelchen. Ich wünsche euch auf alle Fälle eine wunderbare Zeit, ja? Und geht in eure eigene Kraft, in eure eigene Kreativität, in euren eigenen Spaß. In eure eigene finanzielle Unabhängigkeit, ne? Und dann kommen sie sowieso von alleine. Und wann kommt der Kerl? Wenn wir schon einen haben. Das kennen wir doch schon. Das ist auch immer dasselbe. Und wenn wir einen brauchen, ist schon wieder niemand da, ne? Also lasst es euch gut gehen. Eure Michelle D. bewundert noch ein wenig meine Bilderchen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr möchtet. Das würde mich sehr freuen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Wenn ihr ein Problem habt, schildert mir das Problem in einer E-Mail. Fragen kostet nichts, ist unverbindlich und kostenfrei natürlich. Und wenn du gerne wissen möchtest,
was da im Moment mit deinem Partner oder Nichtpartner oder Schwarm oder Seelenwunschpartner da gerade los ist energetisch, dann schauen wir da auch sehr gerne rein. Das ist so eine Legung. Ja, ich habe da auch, normalerweise habe ich 1,30 die Minute, da kostet eine halbe Stunde 39 Euro. Im Moment mache ich es aber für euch günstiger. Also so eine Legung gibt es für 30 Euro Corona-Preis. Lass dir das nicht entgehen. Ich grüße dich von Herzen, eure Michelle D. Ciao. I take a trip on a train, and I thought about you. I passed a shadow rain, and I thought about you. Two or three cars parked under the stars. I went in the stream, moonshine and down on some little town, and with each beam, same old dream. At every stop that we made, oh, I thought about you. And when I pulled down the shade, then I really felt blue. I peeked through the crack and looked at the track, the ones going back to you. And what would I do? I thought about you.
would I do? I thought about you.